Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition. Und wir müssen noch einen Hebel, glaube ich, finden. Weil das Tor war letztes Mal zu. So. Ja, gut. Okay. Ich hasse diese starken Dinger, ne? Fick dich doch einfach mal! Lauf doch nicht einfach, du Faun, du dreckiger Spasten-Hundesohn, Mann! Was denn mit dir, du kleine missgeburtige Hure? Alter Junge, du dreckiger Wichsgeburten-Mistsack, ey! Ich hasse deine Mutter, deine verdammte Familie. Du sollst verrecken gehen. So. Meine spastische Hundescheiße, Mann. Wie mich das ankotzt, sowas. So, ich lass mich jetzt heilen. Bis ich da weiterkämpfe. Solange wie mein Essen noch wirkt, mein Lachs. Oder bis ich voll bin. So. Letzteres ist zunächst eingetreten. Ja, 1 Milliarde Gegner natürlich. Man kennt's nicht anders. So. So. Aha, ich bin zwar. Aber was bringt mir das? Ich werde nicht sterben. Ich meine, ich werde sterben. Ha, nicht sterben. Wo habe ich den Witz denn hier? Nicht sterben. Ja, fick dich doch einfach, du kleine missgeburtige Hundetochter. Ja, ich laufe wieder langsam. Das ist super. So gefällt mir dieses Spiel, wenn man nicht laufen kann. Ich trage zu viel. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Alter. Du kleine spastische Mistgeburt, Mann. Riecht mich das heute wieder auf. Hier ist auch wieder so ein Hurensohn. Was soll das denn? Na komm, sterbt. Sterbt und verreckt an AIDS. So, Hebel ist umgelegt. Ich krieg so die Krise davon. So, das Tor ist offen. Meine Fresse, ey. Ist der nächste Hund. So. Langsam richt's mich auf hier nur noch mit den Gegnern. Sorry, also. Also der Tempel ist ungeil. Einfach mal ungeil. So, ich trage zu viel spastische Scheiße, ey. Dann nehme ich die nicht mehr mit. Muss ich auch nicht zu viel tragen. Was bringt das? Puh. Okay. Nicht schlecht.
Habe ich irgendwas, wo ich Ausdauer regenerieren kann? Der Morgenlufttrank. Oh. Nicht nach hinten gucken, nicht nach hinten gucken, nicht nach hinten gucken. Oh mein Gott, da bist du. Ich hoffe, du bist nicht stark. Kennt ihr eigentlich schon meine Meinung zu One-Hittern? Nur so allgemein? Ja, geil! Ich habe keine Chance. Das ist ja geil. Ich wüsste also, ob ich wirklich keine Chance habe. Ich werde es nochmal gleich versuchen, wenn ich volle Gesundheit habe. Achso, ich kann da nicht raus, wahrscheinlich, ohne den zu bekämpfen. Geil. So, jetzt ist es Abfuck. Jetzt ist es Abfuck. Ich kann da nicht raus, ohne den zu begleiten, wenn wir uns das hier angucken. Ja, ohne den zu töten, vermutlich. Super. Da hat das Spiel mal wieder richtig reingeschissen, die Mod. Also, wow. Das ist toll. Muss man einfach mal sagen. Also, wenn man da. Also, wow. Also, wenn ich jetzt nicht cheaten wollen würde, vermutlich zumindest, wäre das Spiel vermutlich jetzt für mich vorbei. So. Oh, ja, gut, ein Schlag macht die Hälfte meiner Gesundheit weg. Da kann man drüber streiten. Okay. Gut, der Kampf wird sich in die Länge ziehen, meine Damen und Herren. Weil ich wahrscheinlich jedes Mal meine Gesundheit regenerieren muss, bis aufs Volle. Solange bis er der Typ hier tot ist. Das ist total super. Ich weiß gerade noch keine andere Taktik. Ich mach's mit den Tränken. Gut. Das hat nicht geklappt. Ich kann anscheinend, auch fast mit voller Gesundheit, nur ja, sterben eigentlich gegen ihn. Props. Props an die Entwickler auf jeden Fall. Also da habt ihr, das ist ja mal der Hammer, was ihr da gemacht habt. Also, sorry. Also das ist wirklich, das habt ihr reingeschissen. Also das habt ihr komplett reingeschissen. Es ist ein Mod-Projekt. Darf man nicht kritisieren. Finde ich schon. Ja gut, da bin ich schon fast tot. Ja, was soll ich tun, ne? Ist jetzt die große Frage.
Es geht nicht anders. Ich muss halt einfach mein Arkanistenfieber halt in, ja, solche Höhen bringen. Durch Tränke. So, jetzt noch warten, bis die Ausdauer sich regeneriert hat und dann kann ich überlegen, eventuell den Gegner mal, ne? Aber komm, im Endeffekt, wenn ich es schaffe, ist es ein wirklich gutes Gefühl. Sage ich jetzt einfach mal. Wenn ich es schaffe, ist es ein wirklich gutes Gefühl. Wenn ich es nicht schaffe, ist es scheiße. In jedem Falle kann ich cheaten. Ich hoffe, dass die Konsole hier geht. Also, was noch beschissener wäre. Wenn sich die so richtig hart regenerieren würde. Okay, ich mach's. Puh. So, wieder Gesundheit regenerieren. Ihn habe ich auf Hälfte runter. Er mich mit einem Schlag, ja, 15% würde ich schätzen. Ich weiß nicht, inwiefern das fair ist. Das ist wahrscheinlich ein Gegner, der ist viel zu hoch für mich. Viel zu hoch. Ich guck mal direkt nach der Folge auch in das Forum rein, was sind so die schwersten Gegner hier im Spiel? Ich hoffe nicht, dass der da drin steht. Weil ich habe das doch in Skyrim, habe ich das geschafft? Irgendwie? Habe ich doch in Folge 150 oder so, da war ich halt noch nicht weit. 150 klingt viel, ne, aber ich war nicht weit. Auf mir entgegen. Ne, im Uhrzeigersinn. Das ist mal was anderes. So. Ich hätte gerne alles übrigens von dem. So Rüstung und diese. Ich weiß nicht, ob ich die grünen Augen kriege. Hätte der mich erwischt, das wäre alles wieder für die Katz gewesen. Kann der nicht irgendwie Herzinfarkt oder so? Wäre das was? Weiß ich nicht. Ob es so Herzerkrankungen bei Mobs gibt. So. So, okay. Oh. Okay. Alles gut, alles gut. Ich habe ihn fast, ich habe ihn fast. Ich konnte ihn ja gerade mit einem Taumelschlag ziemlich hart abfacken. Das war echt gut für mich. So Leute, was habt ihr eigentlich so am Wochenende gemacht? Ich weiß nicht, ob die Folge an dem Wochenende rauskommt oder eben nicht. Mein letztes Wochenende ist, also dieses Wochenende fängt gerade bei mir an bei der Aufnahme. Ich weiß nicht gerade, was ich letztes Wochenende gemacht habe. Weiß nicht. Ich gehe wahrscheinlich nächstes oder so ins Kino. Atomic Blonde, keine Ahnung. Da sieht man dann wahrscheinlich, wie alt die Folge ist. Die kommt dann wahrscheinlich raus, wenn der Atomic Blonde 4 ins Kino kommt. Merkt man auf jeden Fall. Den oder keine Ahnung. Irgendwas wollte ich gucken, weil ich habe so einen günstigen Kinogutschein ergattert. 6,50 € Sinestar. Finde ich gut. Wenn man sich so anguckt, so ein normaler Kinofilm kostet 12 €. Überlänge ist alles drin. Alles reinkompensiert. So, ich mach's einfach mal, obwohl ich nicht die volle Gesundheit habe. Du.
wirst sowas von ausge... Scheiße. Okay. Also du hast nichts mehr. Die Dinger hier leben noch. Was ist hiermit? Münzhaufen. 70 Gold nur. Puh. Hätte jetzt mehr erwartet. Was ist das hier? Alt Mishakmur. Ach so. Ach, das ist der Ausgang. Vermutlich, oder? So, jetzt wüsste ich auch noch eine Sache gerne. Sterbe ich, wenn ich hier reinlaufe? Bei Skyrim ist man dann ja immer direkt gestorben. Ja, fast. Wollte ich nur so wissen. So, cool. Kann wieder nicht laufen. Skyrim. Bin ich überlastet? Nein. So. Der Name ist so kompliziert geschrieben, ne? So, was hat der noch irgendwas? Nein, ne? Ich will wissen, was hat der denn hier zur Rüstung fallen gelassen? Den bräuchte ich. Schleichen ist effektiver. Was habe ich letzter für Stiefel? Selnas Marsch. Ja, brauche ich dementsprechend nicht. Echo der Gefallenen. Magieresistenz, Ölrohr, Schwierigkeit, Rüstungsfähigkeit um 5, Festigt, Lebensenergie. Bleibe ich hierbei. Herz des Nordens. Was habe ich zurzeit für eine Rüstung? Ist nur ein normales Stahlharnisch. Der macht natürlich mehr, ne? Und ich spreche die für des Tribunals. Brauche ich auch nicht. Okay. Die Waffe war gut, aber war jetzt auch nicht so viel besser als meine. Dann war der einfach nur stark, denke ich mal. So, das Ding hab ich. Hä? Ach so. Ja gut, ich verlasse dann nochmal gerade den Tempel in dieser... Das war mein Kopf gegen den Mikrofon. Aber war... Also kann man machen, den Kampf würde ich jetzt aber eher als Entwickler lassen, weil ich würde ja als Entwickler keine Scheiße programmieren. Deswegen würde ich es eher lassen. Verstehst du? Der Tempel selbst war ein bisschen, ja, überladen, sag ich mal. So. Aber wir sehen uns gleich, wenn wir draußen sind und da keine Gegner sind. Es sind keine Gegner, wir sind draußen. Bis zur nächsten Folge und tschüss!